Level up. Ich weiß nicht, inwiefern man hier solche Sachen berücksichtigen muss, wie eine Skalierung von Waffen zum Beispiel, wie bei Elden Ring. I know, ich vergleiche schon wieder. Oder ob man sowas hier nicht beachten muss. Ich gehe einfach mal weiter auf... Hier ist Stamina. Und Angriff. So, wir haben jetzt hier 70 Punkte. Also weniger Schaden durch Entfernungs... Also durch Fernkampf. Ja. Erhöht mein Glück. Ich weiß nicht so richtig, was mir Glück bringt, ehrlich gesagt. Ja, ich bin so selten von Radiant. Ich habe so selten den Radiant-Status-Effekt, keine Ahnung. Nicht perfekt parry, werde ich ein bisschen geheilt. Das ist auch gut. Aber das geht recht schnell hier mit dem Level. Ich weiß nicht, ob es denn, ob der... ob sich der Fähigkeitenbaum, ob der noch größer wird? Oder ob wir jetzt besonders viele Fähigkeitspunkte bekommen, weil es die Demo ist? Und die gehen wir jetzt auch noch. Nutzt halt selten diese komischen Status-Effekt-Dinger hier. Egal, ich nehme das jetzt hier. So, wir haben nur noch, wir haben genau 7 Memoria übrig. Das heißt, wir verlieren nicht viel, sollten wir sterben. So, was ich jetzt nicht so richtig weiß, ist, wo ich hingehen soll. Hush. Hush, my promising prodigy. Okay, ach so, warte, ich habe von dem Typi... Oh ja, ich habe eine bessere Waffe, ich merke es. Ich habe doch von dem Typ jetzt einen Schlüssel bekommen. Kann ich jetzt hier so aufschließen? Nein. Welche Tür kann ich jetzt aufschließen? Gut. A brass key that opens the door to the renowned Ostello Diatori in Quinta. Wo ist das? Ich brauche eine Karte. Ich weiß nicht, wo ich hin soll. Ich gehe davon aus, dass das Spiel uns eigentlich noch einen Hauptboss oder einen Storyboss zeigen möchte.
Aber... war es nicht wo lang. Alte Gabel bekommen, das ist nett. Muss ich doch dort oben noch lang, wo die vier Gegner sind. Das war, glaube ich, die einzige Ecke, wo ich halt jetzt noch nicht war. Aber ich kann nicht vier Gegner auf einmal bekämpfen. Nachher null Damage. Vorbei an ihm. Ah, nicht an ihm. Ja. Okay. Nichts passiert. Hatte vielleicht kurz Angst. Das war knapp. Hier. Ciao, Maskless One. Go forth and compose carnage. Okay, ich glaube, hier ist ein Boss dahinter. Den werde ich nicht schaffen. I tell you this. Ich könnte mal noch eine vierte Spezialattacke ausrüsten. Ich meine, den Platz haben wir ja. Das haben wir schon drin, das haben wir drin und das haben wir drin. Was ist das? Schild. Bogen. Harpune. Ein Speer. Schwerer Angriff. Was können wir hier noch mitnehmen? Ray whistle that somehow still produces sound greatly boosts stamina regeneration upon use over a certain duration. Das nehmen wir mit. Krieg ich eh nicht in der Panik eingesetzt, aber ich nehme es mit. Increases physical defense. Truly nostalgic brew. Drinking it increases the amount of memoria gained. Highly toxic. Upon use, return to the last visited reality not. Erwischt die Substance of Untold Power. Using it increases physical power. Ja, ich nutze es eh nicht. Ah, ich nehme es jetzt mit, aber ich nutze es eh nicht. Aber ich könnte mich buffen. Ich könnte mich buffen.
Hallo, Boss. Ah, is this Elite Edition? Uhuhu. Welcome to our feast. Das war schlecht. Noch schlechter. Noch schlechter. Okay. Er hat einfach angetäuscht. Habt ihr das gesehen? Oh no! Okay, ich hab's bis zur Hälfte geschafft, okay? Ich hab irgendwann voll die Konzentration verloren. Raff mich jetzt nicht. Ich habe, glaube ich, eh kein Zeug mehr. Ich probiere es noch ein paar Mal, aber... Come closer, Morsel. Muss mehr blocken. Mehr parryen. Ich versuch's. Okay, ich versuche, kühlen Kopf zu bewahren. First Try ist eh Geschichte. Zeitlich geblockt. Ich bin wieder angetäuscht. Täuscht er mal an? Warum ist hier eine Wand und ich hänge in ihm? Yeah.
me tenderize you! Ich glaube, dass es eigentlich nicht unmöglich ist, den zu kriegen. Aber ich werde zu unvorsichtig. Das ist mein Problem. Behold, ich lasse jetzt mal meine Seelen, wo sie sind. Und nicht die Wand. Ich hasse es.